So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Wir sind immer noch im Kampfbereich und ein gewisser jemand schrottet gerade meine Schilde. Dankeschön. Ja, ja, wir erstmal werden. Fraktion wählen, Ja, und würde ich zwar. sagen. Was war es jetzt? Movement oder. Moment, ich guck nochmal. Movement war es. Wir kämpfen gegen Gegen Emperor's Dawn. Dawn Ja, da. dann Movement. 3. Nein, das war der falsche. 4. Hilfe. Also, was war es jetzt? Movement. Nein, boah, ich werde direkt von drei Leuten beschossen. Ich hab's schon wieder vergessen. Gegen Emperor Stone, also Movement. Ach. Ja. Habe ich doch gerade gesagt. Ich hab's Ich so wieder Movement. vergessen. So, wen greifst du an? Niemand. Ich werde gerade von drei Schiffen gleichzeitig angegriffen. Ach so, sehr sympathisch. Ich übrigens auch. Rakete im Anflug. Jawollo. Das ist doch. Ach nee, komm. Das ist mir Da zu blöd. ist eine Esp. Und da bin ich schon wieder allein. Ja, ich habe jetzt noch ein Ringschild. Ich suche mir mal irgendein Opfer. Ich werde gerade wieder von drei Leuten beschossen. Wie machst du das eigentlich immer? Ich habe niemanden angegriffen, das ist ja der Witz dabei. Was, Rakete im Anflug? Von wo denn jetzt schon Ja, wieder? bei mir aber auch. Erst elektronische Gegenmaßnahme auf. So, mal gucken, ob es was bringt. Hilfe, was passiert hier? Ich bin doch nur unschuldig. Was? Nur unschuldig? Ich bin doch unschuldig. Ja, du bist auch beschossen, ne? Ja. Ich würde mal sagen, wir fliegen ein bisschen nach außerhalb und laden da unsere Schilde wieder auf. Kannst du den Frameshift-Antrieb noch abbrechen? Habe ich schon. Ach so, gut. Aber kurz da, als er gerade angefangen hat, schnell zu laden, habe ich ihn dann abgebrochen. Weil ich so dachte, jetzt kannst du eigentlich auch da bleiben. Warte. Ja. Ja. So. Meine Schilde sind gleich wieder voll da. Die waren ja aber auch nicht ganz weg. Na gut, bei mir fehlt noch der äußere Ring im Moment. Wen hast du da markiert? Nur einen Eine Python. Python. Ich habe nur gerade mal so geguckt, was da so rumfliegt. Eine Esp. Ja, die Esp habe ich auch gerade gesehen. Ah, Ja, Moment, hier ich hab. beschießt mich schon wieder was. Was Ich beschießt. hab Ach, nun. die Esp beschießt mich. Dann geben wir doch mal auf die Esp. Ich hab nur gerade geguckt oder durchgetappt, was du da markiert hast, deswegen. Jetzt beschießt mich nicht mehr nur die Esp. Das ist nicht so toll. Rakete im Anflug. Ich glaube, ich konnte gerade Schildzeilenbug nochmal aktivieren. Ich bin mir aber nicht so sicher. Ah. Hast du das? Ich hab mich grad fett gerammt. Nicht, dass ich wüsste. Ja, doch, du warst das. Okay. Ist einmal voll über meinen Cockpit drüber geflogen. Dann würde ich mal sagen, sind wir jetzt ausgeglichen wieder. Ja. So kann man es auch Huch! sagen. Nein! Schilde deaktiviert. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich habe noch 82%. Die Esp hat noch 25. Das wird ja jetzt wohl noch irgendwie machbar sein. 21. Jetzt habe ich bei dem Schiff gerade auch gedacht, da hatte 7 und ich war tot. Aber ich glaube, bei zwei Schiffen ist es relativ unwahrscheinlich, dass sie dann Und einen noch wegsäbelt. 5, 4, 3, 2, 1. Komm, weg, weg da. Tot. Peng. So. 14.000. Jetzt nur noch die Schilde wieder aufladen. Ich glaube, wir sind jetzt eh ein bisschen außerhalb. Ja, ich flieg mal noch weiter in Richtung außerhalb. Außerhalb erscheint mir eine sehr gute Richtung. Ist mir sympathisch. Irgendwer schießt gerade von der Seite auf mich. Ich bin's nicht, so viel kann ich sagen. Ja, weil du, ich sehe ja, dass du vor mir bist. Ich sehe nur gerade, dass von rechts Schüsse in meine Richtung kommen. So, meine Schilde sind wieder online. Warum auch immer online? Keine Ahnung. Die Schiffsstimme sagt das immer. Das ist richtig. Warum sagt die online? Sind die Schilde ja mit dem Internet verbunden, oder? Hey, ein Imperial Ja. Clipper. Der nur noch 83% hat und jetzt gerade wieder Schilde bekommt. Ach so, ja. Fliegen wir da drauf? Ja. Gut. Gibst du gerade Vollgas? Ja.
Was heißt Vollgas? Okay. Also Vollgas bei null Energie auf dem Antrieb. Achso, ja, das meinte ich. Weil ich mich gerade gewundert habe, warum ich mit Vollgas an dir vorbeifliege. Aber gut. Ich fliege gerade 188. Ich fliege jetzt gerade 249. Ja, okay, das ist ein bisschen mehr. Ah, ist ein bisschen mehr. Aber gerade hatte ich auch nur einen Punkt da drauf, deswegen habe ich mich gewundert, dass du so langsam warst. Ja. Ah, aber der Clipper wird von allen möglichen Seiten auseinandergenommen. Ja. Er hat's verdient. Er ist schuld. Nur er. Ja, irgendwer muss ja schuld sein. Wieder. Meine Geschwindigkeit reduzieren. Ich will ja nicht auf ihn drauffliegen. Habe ich jetzt dich gerade beschossen? Weiß ich nicht. Ich glaube, du bist durch mein Schussfeld geflogen. Das kann gut sein. Ich habe das Ding ja fast getroffen. Mit mir. Mit mir. Jetzt bin ich gerade hauptsächlich ja Kugelfang von dem Clipper. Sehr gut. Na dann, solange ich es nicht bin. Was? Was? WTF? Was? Ach komm, irgendwer hat mir gerade 12% Schild, also 12% Hülle weggerammt. Oh. Ich war's nicht. Hoffe ich. Ich weiß nicht, wer es war. Meine Schilde sind übrigens voll. Ja, meine nicht. Gut, ich habe aber gerade verabschiedet. Die waren weg und dann hat mir irgendwer das weggerammt. Ich habe aber jetzt auch nur noch 79% Hülle. Also von vorhin noch. Da gab es einen gewissen Zwischenfall. Ich möchte nicht näher drauf eingehen. There was a little accident oder incident, ja. Ja, sowas in der Richtung. Wirst du gerade beschossen? Nee. Ich bin gerade am Filter aufladen. Wie das denn? Das muss ich schnell nachholen. Ja. Ist okay, Uwe. Jetzt werde ich beschossen. Ah, siehst du, geht doch. Von was? Weiß ich nicht. Also, irgendwas, was hinter mir ist. Ja, ich glaube, ich sehe es. Meine ich. Oder? Doch weiß nicht. Ich nicht. Keine Ahnung. Das ist nicht die Viper, die ich markiert habe. Egal, wir gehen einfach mal auf die Viper, die du markiert hast. Da schießt schon jemand anderes drauf. Aha, meine Schilde sind wieder da. Sehr gut. Ja, RCS hat wieder täuscht. Von hinten beschießt mich was. Moment. Wer oder was bist du? Ich sehe, dass du beschossen wirst, aber ich sehe nicht, wer dich beschießt. Ich sehe es auf der Karte, aber ich komme nicht. Du bist direkt durchgeflogen fast gerade. Es okay, ist dann war das Imperial Eagle. Ah. Oder Och, Imperialer ja. Eagle oder wie auch immer. Ach komm, jetzt greift mich auch irgendwer an. Ich gehe jetzt einfach mal da drauf. Angriff ist die beste Verteidigung und so. Auf den, der dich angreift? Ja. Ah, Imperial Eagle. Haha. Ja. Genau, hat mich nämlich auch beschossen. Sehr gut. Der ist, glaube ich, lebensmüde. Ich glaube schon. Oh ja, der, ja, war abgesägt, würde ich mal sagen, ne? Ja, könnte man so sagen. Er war mutig und hat mutig auf die Fresse gekriegt. Ja, tot. Ja, weg war er. 4000. Das hat sich ja mal richtig gelohnt, ja. Ah, die Viper, hätten wir noch einen Kurier. Ah, da hinten ist noch ein Clipper. Mit ohne okay, Schilde. Ist nicht. Ah, okay. Das ist ein gutes Argument. Und nur noch 51% Hülle. Dann fliege ich da jetzt erstmal hin. Ja. Mach das mal. Ich schieß schon mal drauf. Ich höre auf drauf zu schießen. Hast du schon mal drauf geschossen jetzt? Ja. Okay, na dann. Ist okay. Alles drauf. Oh, wunderbar. Abwehrmaßnahmen und wieder ein Schild drauf. Ja, aber. Jo. Das kriegen wir schon irgendwie runter. Da, hat ja schon wieder keine Schilde mehr. Na? 10%. Ja, er beschießt mich gerade ganz ordentlich. Aber da ist er auch schon weg. 22.000. Ja. Lohnt sich. Lohnt sich tatsächlich. Nein, nicht die Falsche dahin.
oder? Ah doch, die Vulture hat schon keine Schilde mehr. Ich habe eine Vulture, die jetzt schon keine Schilde mehr hat. Aber noch 100%. Es geht aber jemand anderes noch mit drauf, also von dem her. Warte mal, vielleicht sollte ich vorher aber lieber nochmal meine Schilder aufladen lassen. Oder nee, ich habe noch eine bessere Idee. Geh doch einfach schon mal drauf. Wird schon nichts schief gehen. Ich habe erst noch kurz die eine Viper gekillt, die da, die ich noch anvisiert hatte. Die halt so noch ungefähr gar kein Schild mehr hatte. Ach so, so ungefähr oder gar kein Schild. So, ja, gar kein Schild und gar keine Hülle und eigentlich nicht mehr so viel. War nur ein bisschen weit entfernt. Ohne Schild und ohne Hülle fliegt sie schneller. Ja, das ist, die Gewichtsersparnis davon ist unglaublich. Ja. Yeah. So, wie viele Leute schießen jetzt auf die Vulture? Viele. Also ich sehe gerade nur einen, der da drauf schießt. Okay, ja, zwei. Ja, wenn ich noch mit drauf schieße, sind schon drei und wenn du noch dabei bist, sind es vier. Also ich schieße dann mal. Ja. Dito. Ja. Guck mal, ne? Abgesägt. Ja. Ja. Übrigens ist mein Frameshift verfügbar. Ach so, ja, das ist sehr gut. Ach komm, für die Vulture hat man weniger gekriegt als für den Clipper? Das ist ja komisch. Hm. Naja. Ich habe auch für die, für die Viper? Oh, ein Imperial Clipper. Ja, da. Einfach drauf, ja. Motto des heutigen Abends, einfach drauf, ja. Genau. Bis es knallt. Bis einer von uns drauf geht. Bis einer heult. Man kann sagen, jetzt bei 1% noch Abwehrmaßnahmen. Ja, kann man mal machen. Was ist denn das da? Das ist zu weit weg. Imperiales Raumschiff. Eine Esp. Ich hätte fast keine Schilde mehr. Was, wo? Ja, wie, was, wo, wann? Habe ich markiert. Jetzt hat sie keine Schilde mehr. Ah ja, ich sehe es. Und sie greift mich auch direkt an. Wie mir scheint. Super. Ich bin auf dem Weg. Noch 5,5 Kilometer. Naja, die überlebt, bis ich da bin. Hoffe ich doch. Ja, ja, ich bin dann jetzt mal da. Will die abhauen oder so? Weiß ich nicht, also momentan sieht es jetzt nicht so aus. Ich war gerade auf einmal immer weiter weg. Da musst du wohl deinen Kurs mal korrigieren. Da. Aber schießen relativ viele mit drauf. Ja, ich bin direkt vorbeigeflogen jetzt. Das ist gut. Ah, 9, hast du drauf geschossen? Ja, schon mehrfach. Ja, gut. So, weg. 14.000. Huch, was ist das da? Na, irgendwas Kleines. Wendiges. Da wäre noch eine Vulture. Moment, erst das. Die aber noch voll ist. Aber ein imperiales. Gott, ist das klein. Ein imperiales Kampfschiff, das ist ja winzig. Auch was drollig. Das ist ja. Ja. Doch, komm, das hält ja so viel aus wie ein Eagle. Das hält ja weniger aus. Ich hab nicht mal drauf geschossen. Pff, hätte auch nur 4000 gegeben. Das war ja süß. Ja, das war eigentlich die kleine Variante vom Eagle, glaube ich. Oh, da ist noch eine Ja, ich seh's. In 6 Kilometer Entfernung. Na los, überleb schon. Oh nein, vergiss es. Frameshift Charge? Nein. Nein, auf keinen Fall. Nein. Ob du meine Kanonenkugeln frisst, habe ich dich gefragt. Na, ich glaube nicht, dass ich die jetzt alleine noch platt kriege. Ich schieß noch mit drauf. Ach so. Ich wusste jetzt nicht, ob du schon gleich weiter bist. Nein! Oh, verdammt. Aber viel gefehlt hat nicht. Ja, 11%. So. Wir sind irgendwie ein bisschen außerhalb. Ein bisschen weg vom ab vom Schluss, ja. Ja, 10 Kilometer weit weg vom Kampfbereich. Ja gut, wenn man dann halt irgendwelchen Leuten, die abhauen, hinterherfliegt, dann ist das nicht überraschend. Ja, wer hätte es gedacht? Was hast du denn da? Imperial Eagle. Ah, ja. Ah, die wird nicht so lange überleben, bis wir da sind. Ja. Nee. 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 Schade. Kaputt. Wären aber noch 5 Kilometer gewesen. Noch ein Imperial Eagle, hat aber noch Schilde. Da kommen wir vielleicht sogar noch hin.
Ist markiert? Ja. Jetzt keine Schilde mehr. Wir sollten uns beeilen. Aber ich habe schon mal drauf geschossen jetzt. Na, ich auch. Bzzzt. Ah, herrlich. Na, 29% Hülle noch? 28? Ja. Ich habe wieder beinahe irgendwas gerammt. Oh Gott, gehen da jetzt alle drauf. Kaputt. 4000. Aber wie viel keine sind Chance. Und dann sind alle draufgegangen. Oh, 120.000 Credits habe ich aktuell schon zusammengesammelt. Oh, ich hätte da noch eine Python mit 12% Hülle im Angebot. Was, wo? Habe ich markiert. Was? Du hast einen Haufen Schrott markiert, laut meiner Anzeige. Nee, ich habe eine Python markiert. Die ist noch kein Haufen Schrott. Guck mal, das hieß auch noch jemand. Ach, jetzt? Drauf. Ja. Ah, hat noch Schilde. Moment, ich beeil mich. Nicht mehr lange. Einmal Vollgas. Oh, ich glaube, da hängt noch eine Anaconda mit bei, die jetzt hier mit drauf schießt. Oder irgendwas anderes Großes. So, ich habe drauf geschossen. Sehr gut. Ich hoffe mal, dass sie mich jetzt nicht beschießt, weil sie mich gerade eklig zu mir dreht. Ah, das egal. Waren die Schilde und da ist sie tot. Nein, noch nicht jetzt. Noch? Sie lässt sich ganz schön viel Zeit mit dem Explodieren. Ja. Na also. 20.000. Also wenn man bedenkt, dass man für einen Clipper genauso viel kriegt wie für eine Python, ist eine Python irgendwie ein schlechtes Geschäft hier. Ja, was hast du da markiert? Ein Igel mit Schild. Na ja, bis wir da sind, sind die Schilder auch wohl weg. Oh, einen Ring hat sie noch. Ja, ja, wer weiß wie lang. Die Schilde sind bei den Dingern robuster als die Hülle. Das ist irgendwie traurig. Sind quasi wie so ein Tetra, so ein Milch-Tetra-Pack. Was? Ja, wenn du dein Schild rumpackst, dann hält das Schild auch mehr aus. Und die Hülle hält ungefähr so viel aus wie ein Tetrapack. Ach so. Oder Pappe, wie auch immer. Ist ja jetzt kein so großer Unterschied. Das ist richtig. 4000. Huch, was ist denn das da? Das ist jetzt eine sehr genaue Ansage gewesen. Imperial Courier mit... Ah, ja. Oh, mit einmal voller Breitseite drauf. Ja, ganz leicht. Ups, ich habe ein bisschen weggerammt. Ja. Und weg. 8000. Ah, oh, lohnt sich ja nicht. Immerhin doppelt so viel wie für einen Igel. Ja. Hat aber auch genauso viel ausgehalten ungefähr. Ja, stimmt auch wieder. Noch ein Kurier mit 5,2 Kilometer Entfernung. Ah ja, gehen wir drauf. Ah, Abwehrmaßnahmen. Das kommt uns gerade zugute. Na gut, jetzt könnten sie ruhig mal weg sein. Ich habe da schon mal drauf geschossen. So viel mehr wird es auch nicht mehr kommen, wie es aussieht. Ich spare mir gerade die Kanonenkugel. Die lohnt sich eh nicht. Wieso lädt sein Schild noch auf, wenn er 0% Hülle hat? 22.000. Ja, der Kurier, oh, die Kuriere lohnen sich immer, die Clipper auch. Die halten aber dafür nicht so viel aus. Das kann man mal machen. Eine Esp mit 0 Schilden und 98%, 97%, 96%, 95% Hülle halt. 4,7 Kilometer. Ich habe gleich nur noch meine Impulslaser. Ja, jetzt nämlich. Ja, ich habe auch nicht mehr so viele Kanonenkugeln. 13, um genau zu sein. Ist noch 12. Aber ich glaube, das reicht dann auch für die Folge. Jo. Wenn wir die Espen dann noch auseinandernehmen, dann ist gut. Ja. Frameshift verfügbar. Nein, echt? Danke, Spiel. Das hat er mir jetzt lustigerweise in dem Kampf gar nicht so oft gesagt. Ja, bei mir schon, andauernd. Geil. Schon wieder. Sehr gut. Ich könnte es ja vergessen haben. Schon wieder. Was bei dir? Ach komm schon. Ach, dass sie jetzt nochmal Schilde gekriegt hat, war nicht so wirklich
Ja, jetzt sind meine Kanonen leer. Geil. Frameshift verfügbar. Aha, 14.000. Also, jetzt raus hier, würde ich sagen. Wir könnten ja, ja noch zur Station fliegen in dieser Folge. Ja. Wenn wir sie denn... Oh, 194.000. Wenn wir sie denn markieren können. Oh, jetzt schießt mich irgendwer. Sehr gut. Moment, 194.000, heißt das nicht, dass ich jetzt genug Geld für der Vulture habe? Habe ich mich jetzt verrechnet? Weiß ich nicht. Frameshift wird durch Faktor 23 verhindert. Störende Masse. Ja, ich suche gerade einen sinnvollen Abflugvektor. Och, ist gerade egal. Ah, jetzt geht er auf einmal schnell. Ah, ja, hab ich's auch. So, das Praktische ist... Nee, halt, davon ist der Stern. Wir fliegen gerade schon wieder in Richtung Stern. Naja. Das könnte jetzt wieder etwas dauern. Vor allem wegen Future Sub und die nächste Alternativstation sind beide ziemlich genau gleich weit entfernt. Irgendwie 50 Lichtsekunden Entfernung Unterschied. Achso, ja. Allerdings sind wir bei Future Sub wenigstens sicher, dass man da reparieren und auftanken kann. Ja. Und sich eine Vulture kaufen. Das Problem, das ich jetzt nur habe, ist natürlich, wenn ich mir jetzt eine Vulture kaufe, dann habe ich kein Geld mehr für Ausrüstung. Naja, ich muss mal gucken, wie ich mit der Standardausrüstung zurechtkomme. Naja, du musst ja immer noch die Rückkaufkosten für die Versicherung drin haben. Stimmt. Das könnte knapp werden. Das solltest du auf jeden Fall beachten. Gerade so, wenn du dann Bounties sammeln gehst. Das wäre sonst ein bisschen sehr riskant. Ja, unter Umständen. Außer du möchtest demnächst wieder mit dem Sidewinder durch die Gegend fliegen. Jetzt natürlich auch machen kannst. Unbedingt. Ja, das Community-Goal geht ja nicht mehr lang. Abfangmanöver. Ist mal wieder so weit, ja. Ja. Vielleicht funktioniert es bei dir jetzt wenigstens richtig. Ich bin gespannt. Erstmal muss ich entkommen. Ja, komm schon. Sieht nicht so gut aus. Nee. Nee, irgendwie nicht. Nee. Irgendwie habe ich mich bei den meisten der letzten Abfangmanöver auch eher ziemlich blöd angestellt. So, was ist denn da? Eine Esp? Na? Habe ich den jetzt gescannt? Hallo, scan mal. Wird gescannt. Ah! Sauber. Na toll. Hat sich ja voll gelohnt. Vor allem, weil die ja dich rausgezogen hat. Ja. Sich dann auch so dachte, ach geil. Ach komm schon. Diese ewig lange Abkühlzeit wieder. Im Frameshift-Antrieb. Genau. Das ist irgendwie die größte Strafe. Etwas unnötig. Aber na gut, toll, der andere hat jetzt schon seinen Frameshift-Antrieb aktiviert. Ja. Das Unterbrechen braucht dann wohl nicht so viel. Macht ja irgendwo auch Sinn. Sonst könnte ja jeder, der abgefangen wird, direkt wieder sagen, ha, ich flieg dir direkt wieder davon. Ja. Wenn es ohne weiteres gehen würde. Das wäre ja dann irgendwie schwachsinnig. Und ich flieg wieder an der Station vorbei. Ich nicht, bisher. Meine Güte, jetzt habe ich aber ordentlich beschleunigt. So, ich bin bei der Station. Nicht vorbeigeflogen?
Doch, ich bin einmal knapp vorbeigeflogen. Achso. Bei mir steht nämlich wieder was von Teilausfall bei dir. Super. Ja, ich bin jetzt auch mal eine Runde drumherum geflogen. Ich hab mir gedacht, das muss auch mal sein. Ein bisschen Zeit ziehen. Ja, genau. Sightseeing. Das war's, was ich auch machen wollte. Also. Geht doch. Nochmal ein bisschen Sightseeing um die Station herum. Da oben. Unten, wie auch immer. Ja. Das, was du meinst. Passt. Na. Naja. Ich schick dann schon mal eine Landeerlaubnis ab. Nee, ich fordere schon mal eine Landeerlaubnis an. Ich schick einfach mal schon meine Landeerlaubnis ab. Ich teile den mal mit, dass ich landen darf. Dann so, dürfen sie nicht, und dann so, ist mir egal. Und dann so, naja, dann müssen sie mit den Konsequenzen leben. Dann wären sie halt jetzt ein bisschen Rösttoast, ja? Ja, so. An der Platz 16. Das ist, ja, ich bin schon halb vorbei. 14. Nein. Ah, komm. Das habe ich irgendwie in der Station gerammt und deswegen 150 Verletzungsstrafe gekriegt. Ja, sei mal da. Nein, ich hab die Station gerammt. Aber kein Kopfgeld bekommen. Ja, was mache ich denn hier eigentlich gerade? Ich glaube, das kriegst du nur, wenn du Leute rammst da. Oder wenn du in der Station die Waffen ausfährst oder so. Meine Güte, so mies bin ich schon lange nicht mehr angeflogen. Ja, wir sind dann übrigens erst bei 27 Minuten. Gut. So, Kontakte. So, Kontakte. Macht Kontakt. Nee, Quatsch, nicht macht Kontakt. Blödsinn. 194.000 Credits. So, jetzt. Nein, ich glaube, es reicht noch nicht ganz. Verdammt. Wo kommt man das jetzt schon wieder gegeben? Ich hab's. Kontakte. Jetzt unter schwarzes Brett wieder geschaut habe. Ach. Dex. Mir fehlen noch 50.000 Credits. Na, ein bisschen mehr. 60.000. Das gibt's doch gar nicht. 218.000 gekriegt. Jetzt habe ich fast 1 Million. Ach Mist, wir sind immer noch Top 70%. Schade. Ach was, das kriegen wir heute. Wir machen einfach noch eine Folge. Wie viel hast du jetzt beigetragen? Wo sieht man das? Das steht direkt bei das erste, was du da siehst. Über Top 70. Achso, 384.000. Okay, ich habe 348.000. Genau, Zahlendreher. Sehr schön. Total. Ja, mal gucken, ob das mit den Top 40% noch was wird. Das kann ja eigentlich nicht so schwierig sein, wenn da nur 3.500 Leute dran teilgenommen haben. Ja, wir müssen ja nur noch dann, keine Ahnung, 500 überholen. Ja. Kann ja nicht so derart viel sein, finde ich. Mal schauen. Egal, also versuchen gut. Gucken wir in der nächsten Folge. Genau, würde ich auch sagen. Also dann, bis dahin. Tschüss.